Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Marvel Spider-Man Miles Morales. Ja, wir machen lieber dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich ein Dankeschön an die Spider-Männer oder Spider-Girls da draußen, die das letzte Video bewertet haben. Ja, wir machen direkt weiter mit der Story, denn unser Onkel braucht erneut unsere Hilfe, weil der Underground wieder mal angreift. So, dann schauen wir mal, wie wir das Problem wieder mal lösen können. Und ja, ich weiß, es ist schon wieder ein bisschen etwas her, bis ich das letzte Video wieder gemacht habe. Es tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich versuche wirklich mein Bestes. Oh je, ich höre schon Schüsse. Ich muss das beenden. So Leute, keine Waffen hier. Oh, Jungs, kommt schon, Leute. Ich dulde hier keine Knarren und keine Waffen und keine Granaten. Da oben sind noch mehr. Ich mach schon. Okay, Miles, komm, komm, komm. Das glaube ich eher nicht. So, weg damit, Leute. Noch eine. Hinter der Kreuzung da. Verstanden. Ey, Leute, was habt ihr denn mit den Bomben hier? Außerdem, ihr seid doch auch hier in der Nähe. Was soll das? Ich habe keine Zeit für euch. Bomben gehen natürlich immer vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Miles' Moves sind irgendwie hier die besten hier. So mein Freund, du bist jetzt hier der Letzte. Ich glaube, das waren jetzt hier alle. Du hast es geschafft. Die Züge fahren. Der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Nee, ich hab doch eine Verabredung. Ich geh dann mal. Sir. Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Bitte von der Bahnsteigkante zurück. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Vielleicht mal flicken. Okay. Ach du meine Fresse, wie wir aussehen. Schon ein neuer Anzug und schon ist er wieder kaputt. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad.
Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Genki sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Okay, jetzt haben wir ein paar Nebenmissionen. Finde ich sehr schön. Plünderei. Oh, das gefällt mir irgendwie. Könnten wir gerne machen. Das Bodega wurde wohl ausgeraubt. Ich hoffe, ich kann helfen. So, aber Moment mal, Leute. Moment mal. Oh, aber Moment. Hier ist ja eine Kiste. Das heißt, ich werde erstmal die Kiste hier machen. Okay, wo ist die denn versteckt? Okay, die muss irgendwo hier unten sein. Aha, hier sehe ich etwas. Eine Tür. Aha, gefunden. Okay, sehr schön. Ich würde mal darauf vorschlagen, wir machen mal diese eine Nebenmission. Aber ich will auch noch was kurzes anderes machen. Und zwar können wir auch schon einige Kostüme freischalten, glaube ich zumindest. Anscheinend doch nicht. Okay, hier brauche ich noch ein paar Marken dafür. Ich finde irgendwie diesen Anzug sieht schon sehr geil aus. Oh, schade, Leute. Okay, aber was ist mit dem hier? Den kann ich mir schon nehmen, aber ich weiß nicht. Ich behalte noch meinen Anzug und wenn ich ein paar Marken genug habe, dann will ich mal die besorgen. So, aber Moment mal, Moment mal. Okay, dafür bekommen wir 10 Marken schon. Meine Güte, sind ja wirklich so viele. Ach, ist egal. Wir machen jetzt hier, bevor ich hier irgendwo noch einfach weiter rumstehe. Spider-Man. Hey, ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Was wollen die bei einem Umspannwerk? Okay. Ein Besitzer hat seine Katze verloren. Und die Katze ist auch Spider-Man. Benannt von dem echten Spider-Man. Sehr, sehr schön. Okay, dann suchen wir mal Spider-Man. Oder sollte ich mal besser sagen, Spider-Katze? Da ist mein Eingang. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Oh je, ich höre schon Schüsse. Oh, und ich sehe gar nichts. Auf Transformatoren? Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Der ist doch immer so. Oh Mist, die hat's wieder erwischt! Guck dir das an! Habt ihr Theos Bodega ausgeraubt? Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Ich bin ja ein Verrückter, oder? Wo ist die verdammte Katze, du kleiner Mistkerl? Hey, habt ihr was gegen Weihnachtsbeleuchtung oder was? Könnt ihr nicht normale Verbrechen begehen wie... Na, schon gut. Die Station liefert nur noch 64%. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. So, hier haben wir doch so einen Kasten.
Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich muss Theos Katze finden. Oh, Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzugsschacht. Spider-Man, halt durch! Okay, Meets. Wo bist du denn, Spider-Man? Da bist du ja! Spider-Man, warte! Oh. Ich glaube, ich weiß, was sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, verhindern wir einen Bankraub. Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Zukunft. Alles hängt von ihnen ab. Okay, okay. Konzentration. Garantiert war das Derek. Oh, schade. So, was, wenn ich sage, wenn Spider-Man mich hierher geführt hat? Ne? Denn ihr habt die Katze gestohlen. Und ihr Name ist auch Spider-Man. Ey. Halt einfach deine verdammte Fresse, ja? Holt ihn runter! Er ist hinüber! Die wurden offenbar angeheuert. Hast du eine Idee? Leistung ist auf Null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay. Lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Mach ich. Aber wo ist die Katze? Wo ist verdammt nochmal Spider-Man? Mann, wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Ja, das frage ich mich gerade auch so langsam. Ach, wisst ihr was? Komm, ich mache hier ein bisschen Spidey-Action. Was geht? Wer ist euer Boss? Kenn ich den vielleicht? Komm runter und kämpf! Ja, ich kämpfe mit euch. Im Ernst? Wer hat den Überfall geplant? Peter Pan, ach du meine Güte. Jetzt kommen hier die Disney-Witze. Okay, muss ich jetzt... Genau, das wollte ich hier gerade machen. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Da ist der Hauptschalter. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Ihr stinkt vielleicht. Übel. Passt auf, Jungs. Jemand hat unsere harte Arbeit für dich gemacht. Ah ja, klar. Unser Boss hat zu viele Feinde. Ja, aber er macht sie alle fertig. Nicht alle. Dank Spider-Man. Ich freue mich schon auf Silvester. Wer auch immer das geplant hat, scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Was um den anderen? So viele Feinde habe ich nicht. Noch. Immer optimistisch. Naja, eins dürfen wir natürlich nicht vergessen. Da wir jetzt auch zwei Spider-Man-Männer haben, hat Miles ja automatisch auch schon die Gegner von dem Peter Parker Spider-Man. Rein theoretisch. Weiter mit dem Schalter. Nicht gut. Es liegt kein Strom an. Ein Generator. Okay, müssen wir jetzt, okay. Folge die Leitung. Aha. Also, der Generator ist an, aber wohl nicht verbunden. Okay, was übersehe ich wieder? Ah, verstehe. Das kennen wir doch. So, jetzt haben wir es verbunden. Was war das für ein Geräusch?
Hey, Kätzchen. Alles okay. Spider-Man? Du kriegst sie nicht. Weißt du nicht, wie wichtig der Canyon-Lernprozess ist? Okay, ein dicker Kerl hat Spider-Man. Okay. Oh, wow, wow, wow. Ja, aber wer ist euer Boss? So, nur noch du, mein Freund. Ah, das wäre einfach. Das war ja einfach. So, Spider-Man, komm zu mir. Ach, what? Schlechter Tag, um sich mit uns anzulegen. Im Ernst? Noch mehr von euch? Das haben so viele schon gesagt, aber ich lebe ja noch. So, das waren aber jetzt alle. Auf zum Schalter. Jetzt aber wirklich. Oh, wie süß. Hey Mann! Strom läuft wieder, Banküberfall gestoppt, Spider-Man-Katze gerettet. Ein ganz normaler Tag. Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSDN-App. Vielleicht kriegen wir ja Hinweise, wer die sind. Ich melde mich. Oh mein Gott, Leute, ich schwing mit einer Katze hier. Woo! Okay, aber ich würde mal sagen, die Katze bringen wir mal zum Besitzer zurück. Hey Theo, ich habe eine Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spider-Man! Oh, bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Oh, ja, hat er. Oh, ja, hat er. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Klar. Oh, Leute, ist es nicht süß? Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool, danke Mann. So, jetzt haben wir natürlich die 10 Marken wieder bekommen. Was heißt wieder? Wir haben die natürlich bekommen. So, und jetzt genau... kann ich mir ein paar Upgrades holen und genau diesen, jetzt nicht diesen Anzug, sondern diesen Anzug möchte ich gerne holen, den Track-Anzug. Wir haben genug Münzen dabei und ich würde sagen, wir nehmen ihn und ziehen uns mal den an. Sehr schön, ein neuer Anzug und der gefällt mir irgendwie definitiv besser als den wir jetzt gerade anhatten. Okay, so, wir können jetzt auch weitere Nebenmissionen machen, zum Beispiel wieder mit der Kiste. Als treffen wir uns nun heute? Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja, sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön, Ecke 78. und West End. 78.? Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen, sei pünktlich. Okay, jetzt will Phil mit uns treffen. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Und ich habe schon die Kiste gefunden.
Dafür hätte ich schon ein paar Ideen. Okay, also die Kistenfinderei ist super, super einfach, wenn keine Gegner auftauchen. Okay, ja, wie gesagt, Finn will jetzt unbedingt mit uns treffen, aber Leute, die Folge ist wieder leider mal vorbei. Oh, was will jetzt mal? Hola, Nico, weißt du was? Mein Lieblingsfoodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt doch alles, was so in Harlem passiert. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Okay, das war, glaube ich, keine gute Idee, einfach die Verfolgung zu starten. Aber Leute, ihr wisst doch, Verbrechen ist so mein Ding. Wenn irgendwo Gefahr ist, muss ich eingreifen. Wegen euch muss ich die Folge ein bisschen länger machen. Ein perfektes Finish. Spider-Man gewinnt schon wieder. Okay, ruft jetzt noch unsere Mutter an oder war es das jetzt mit diesem Gespräch? Ich wollte es wirklich nicht machen, aber irgendwie, ich konnte doch die armen Leute nicht im Stich lassen. Okay, ich glaube, es kommt kein Anruf mehr. Deswegen, Leute, das war's dann wieder mit dieser Folge. Ich weiß, es geht spannend weiter. In der nächsten Folge machen wir natürlich weiter mit der Hauptstory und schauen mal dort, wie es weitergeht. Ah, jetzt kommt nochmal ein Anruf. Kannst du mich hören? Ich fragte, ob der Underground dich anwerben wollte. Nein, nein, Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da! Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. Okay, das war jetzt natürlich das Gespräch zwischen Miles und seiner Mutter. Okay, das haben wir jetzt auch gehört. Nun gut, Leute, aber wirklich, jetzt ist die Folge endgültig mal vorbei, weil sonst geht die Folge wieder zu lang und das möchte ich irgendwie nicht. Ja, wie gesagt, was in der nächsten Folge drankommt, habe ich schon bereits gesagt. Ich sage noch, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Marvel Spider-Man Miles Morales. Haut rein, bis bald und tschüss.